Ja, und heute habe ich mal wieder was Neues ausprobiert. Ich habe hier so ein Ansteckmikrofon hier hergesteckt. Jetzt habe ich mir den ganzen Kragen ausgeleiert und der Ton war sehr dumpf. Jetzt bin ich wieder zu meinem alten Setup zurück. Im letzten Video hatte ich ja so ein Pfeifen während dem Video immer wieder mal diese Störgeräusche und ich habe die irgendwie nicht, ich kann die nicht zuordnen. Ich habe keine Ahnung, wo die herkommen. Ich hoffe, der Ton passt heute einigermaßen. Ja. Um was geht's denn eigentlich, ne? Ich hatte im März schon mal kurz vorgestellt oder kurz gezeigt, dieses Zeus X Mesh Deck. Und das wollte ich dann beim Verdampfer meiner Frau aufschrauben und habe festgestellt, das passt gar nicht. So, jetzt habe ich den Tipp bekommen, ich soll mir von Geekvape den ZX RTA holen, denn da passt dann auch dieses Deck. Das bedeutet, ich werde mich der nächsten Zeit mehr mit diesem Verdampfer beschäftigen. Sorry, ich suche gerade was zum Öffnen. Ich habe jetzt das Mikro noch für. Genau, denn den kann man ja Single Coil wickeln, Dual Coil wickeln und durch dieses Deck dann eben auch Mesh wickeln. Und ich werde alle drei Wickelarten versuchen. Heute fange ich mal leicht an mit dem Single Coil Deck oder mit dem Single Coil Wickeln und nächste Woche werde ich mich dann zum ersten Mal in meinem Leben daran machen, einen Verdampfer Dual Coil zu wickeln. Ja, also es wird für mich richtig spannend. Ich habe das noch nie gemacht. Schauen wir mal. Aber heute machen wir mal die leichte Version, einen Coil und schauen wir uns dabei den Verdampfer ein bisschen an, würde ich sagen. Dann brauchen wir bei den anderen Videos nicht mehr so viel auf den Verdampfer schauen, sondern können wir gleich in die Vollen gehen. So, ich mache den mal auf. Noch jungfräulich und ja, ich würde sagen, wir schauen uns das von nahen an. Bis gleich. Ja, ich habe mir jetzt gerade mal eben nur aus der Folie geholt. Dann schieben wir den ganzen schon mal auf. Schauen wir uns mal an, was alles dabei ist. In Rainbow habe ich den geholt, weil der war ja eigentlich für meine Frau gedacht. Ich habe dann auch den passenden Akkuträger dabei. Wir haben hier zwei Gläser. Wir haben hier einmal dieses, ja, ich sage jetzt mal Bubble Glas mit 4,5 Milliliter Volumen und dann ein Ersatzglas mit 3,5 Milliliter Volumen. Ich lege das mal hierher und den Verdampfer hierher. Dann schauen wir mal, was noch drinnen ist. Wir haben wieder einmal eine. Ja, Mini-Anleitung. Nee, ist das überhaupt eine Anleitung? Gebrauchsinformation. Ja. Ja. Wir schaffen das ohne. Was haben wir hier noch? Ja, dieses Kärtchenzeugs da. Ah, hier ist noch was. Hier ist was dabei, was interessanter ausschaut. In Englisch sehe ich das gerade. Auf jeden Fall haben wir dann hier Bildchen und dann kann man sich wirklich gut damit befassen. Ja, ich. Ah, da, 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 da. Nein. Ist bestimmt in Deutsch dabei, bestimmt. Installationsanleitung, hier haben wir es doch schon. Ach, extrem klein geschrieben. Und da tue ich mich dann auch wieder recht schwer. Ja. Aber immerhin, hier ist diese Explosionszeichnung. Aber gut, wir schaffen das auch so, denke ich mal. So, dann schauen wir mal, was noch im Lieferumfang dabei ist. Wie? Ich hätte die andere Seite aufmachen sollen. Ja. Also, wir haben dabei zwei Coils. Und zwar Nickel 80 Fuse Kleppen Coil 28 Gauge mal 3, ja, ihr wisst es selber, ich weiß es nicht. Mit 0,4 Ohm Nickel Chrom und auch dementsprechend Watte ist dabei. Und dann haben wir hier noch Werkzeug, einen Sechsgangschlüssel, dann dieses Schraubtool. Dann haben wir hier noch ein Trip-Tip, so wie das aussieht. Moment. Ist nochmal ein 810er Trip-Tip in Ultem, denke ich mal. Ist ja 810er, oder? Ich muss selber erst wieder schauen.
Und das geht hier auch richtig schwer raus. Oh. Ja, also so wird es mit dem Drilltipp ausschauen. Jetzt muss ich bloß schauen, ich habe hier eine kleine transparente Sichtung, die will ich ungern verlieren. Den tun wir auch schon mal raus. Und dann haben wir hier aber noch, wenn ich mich nicht täusche, eine Reduzierung, oder? Auf einen 15er Drilltipp. Ja. Also kann man auch das 15er Drilltipp dann nutzen. Das finde ich schon mal gut. So, jetzt muss ich erstmal den Saustall hier wieder wegmachen. Also Zubehör, würde ich sagen, ist nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Da ist einiges dabei. Für jeden eigentlich irgendwas dabei. So, ich lasse aber jetzt mal im Originalzustand das Ganze. Ich lege auch das auf die Seite. Ja, das war's, mehr ist nicht drin. So. Dann haben wir die Keule, die brauchen wir. Genau, das ist das. Ja. Also, dann machen wir weiter. Also, wir haben schon gesagt, ein 8-10er Drilltipp ist dabei. Dann haben wir hier oben die Topcap. Das ist also so ein Bajonettverschluss. Ja, das sind dann hier diese Fülllöcher links und rechts oder oben und unten, nicht in die Mitte. Man sieht aber schon in der Mitte, man sieht schon schön runter bis zum Wickeldeck. Dann haben wir hier die Airflow, das ist also Airflow von oben. Hat den Vorteil, der kann unten nicht auslaufen. Ja, so muss ich es halten, so sieht man es besser. Ne? Also, die Airflow wird oben eingestellt mit Anschlag. Ja, das war ja ein Grund, warum ich den haben wollte, weil meine Frau, die dampft ja nur ja, einmal die Woche, zieht sie einmal dran und wenn dann der länger steht, dann laufen die meisten Verdampfer eben mit der Zeit aus und hier kann es also nicht passieren und deswegen war mir der eigentlich so wichtig. So, ich schraube den mal auf, machen wir mal die Base runter, dann kommen wir nämlich schon zum Wickeldeck, aber das lege ich mal auf die Seite. Denn ich möchte gerne das Glas tauschen. Wir sehen jetzt schon, hier ist noch der weiße O-Ring. Da müssen wir aufpassen. So. Also, so sieht das Ganze aus jetzt. Ich stecke jetzt dieses Straight-Glas, sage ich einmal, drauf. Gefällt mir besser optisch. Und fast halt nur 3,5 Milliliter, aber das reicht. Also, wie gesagt, der ist für meine Frau gedacht und für meine Lieblings-Ehefrau natürlich und ja, da muss man nicht so viel einfüllen, die dampft eher selten. So, damit ich aber sagen, aufpassen, wir nehmen diesen Silikon-O-Ring wieder, der gehört nämlich dann hier hinein. Irgendwie, jetzt. Und dann sind wir schon bei einem Wickeldeck. Ja, hier wird die Keule oben eingesteckt und man kann dann hier unten schön die Beinchen abknipsen. Ne? Sieht man das? Ja. Ja. Jetzt brauchen wir erstmal einen Akkuträger. Ich habe mir dazu passend von Geekbabe die Legend 2 in Rainbow genommen. Da schraube ich jetzt schon mal das Wickeldeck drauf. Moment, der Akkuträger ist an, das wollen wir nicht. Ich schalte ihn erstmal aus. So, dann schrauben wir uns das Wickeldeck drauf. Irgendwann ist auch der fest, das legen wir auch auf die Seite. Den 18er machen wir wieder rauf. So, dann könnte man eigentlich schon starten. Wie gesagt, wir machen heute ja nur einen Coil, also eine Single-Coil-Wicklung. Dann nehme ich mir jetzt einfach mal eine von diesen Original-Coils. Mit 0,4 Ohm und dann brauchen wir noch Wickelzeugs und eine Keultreppe wäre nicht schlecht, beziehungsweise ein Cutting Tool. Ich habe eins, das war ja damals in meinem Dampfer Adventskalender drinnen, so sieht das bei mir aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, war das irgendwie auf 5 mm abschneiden. Also ich zwicke den jetzt mal 5 mm ab und dann schauen wir uns an, wie es ausschaut. Notfalls müssen wir halt nachzwicken.
Gerade wieder aufpassen, dass die Beinchen da nicht so rumfliegen. So. Und jetzt sollte man das eigentlich schon haben. Jo, da müssen wir jetzt mal die Schrauben aufschrauben, gell? Macht Sinn. Und sich überlegen, wie wir denn die Coil einbauen. Okay. Das sind gar keine Imbus, das sind Schlitzschräubchen. Da braucht man ja dieses Teil, das ich eigentlich nicht leiden kann. Aber so, oh ja, doch, das funktioniert sogar recht gut. Ich schraube jetzt einmal hier auf. Und ich denke einmal hier. In der Hoffnung, dass ich es richtig mache. Bin mir jetzt gerade gar nicht so sicher, ne, ob die so rum. Ne, plus minus, denke ich mal. Ich lege die jetzt einfach mal ein, dann sehen wir schon, was passiert. So. Einmal, zweimal. So, sieht jetzt schon mal so gut aus. Ich habe hier eine Wickelhilfe, aber ich würde jetzt erstmal die. Also ich mache jetzt erstmal hier die Wickelhilfe rein, dass mir die Coil da nicht irgendwie großartig verzieht. Und schraube jetzt einfach mal eine Seite fest, was sich jetzt schwer gestaltet, weil jetzt, ich muss die ein bisschen rüberbiegen. Und dann machen wir gleich mal eine Seite fest. Und dann schauen wir uns mal an, wie hoch die ist, ob das passt von der Höhe. So, ich glaube, das passt erstmal. Bevor ich die jetzt dann rüberziehe, ich schraube jetzt erst die zweite noch fest. Ich bin jetzt ganz unten am Boden, das heißt, wir müssten da nochmal abknipsen ein Stück. Wir wollen ja auch keinen Kurzschluss oder sowas da fabrizieren. Na, das mag was werden. Also für die Dual-Coil-Wicklung werde man mit Sicherheit einen anderen Schraubendreher hier bereitlegen. Und vorsichtshalber die Lupe mit Licht. So. Ja, das ist halt trotz Brille, ne? Tue ich mir da wirklich schwer mittlerweile. Im Alter wird halt alles schwerer. So. Ich versuche es jetzt trotzdem noch mit einem anderen Schraubendreher. Die Zeit nehme ich mir jetzt, weil das gefällt mir halt einfach nicht. Das ist halt für mich kein Werkzeug. So. Jetzt hätte ich gleich machen sollen. Wir haben uns viel Zeit gespart. Und gehe halt jetzt da rein. Jetzt halt. So, dann würde ich sagen, drehen wir den mal so rüber. Von der Höhe her, denke ich, schaut die gut aus. Und jetzt können wir unten noch, wenn wir hinkommen, die Beinchen nochmal ein Stück kürzen, dass die da nicht, sie stehen jetzt doch am Deck an. Und jetzt kann man da noch mit der, sollte man zumindest, ich probiere es einfach mal. Ja, funktioniert. Hier machen wir das gleiche. Naja, aber es ist schon auch popelig, gell? Naja, da komme ich jetzt gar nicht hin, so wie ich will. Naja, muss ich trotzdem kurz. Oh! Hoppala! Ja, das ist alles live! Alles live! Ich muss mal kurz auf die Lupe gucken, ich sehe es ehrlich gesagt nicht gescheit und. Ja, doch. Es steht nicht mehr auf, das lassen wir so. Das lassen wir so. Dann schalte ich den mal ein hier. Wir glühen die mal vorsichtig aus. Wir sehen ja gleich, was passiert. So, New Coil. 0,31 Ohm zeigt er mal an.
Ich glühe mal bei 20 Watt, mal schauen, was passiert. Ja, kommt aber, wie man schon sieht, nicht so, wie sie soll. Da machen wir doch wieder die Oberflächenspannung raus, gell? Oh ja. So, oh ja, das schaut gut aus. Das schaut richtig gut aus. Dann nehme ich aber jetzt Watte von mir, die Original, die lasse ich mal. So, vielleicht haben wir Glück und die passt hier so durch. Natürlich nicht, wie immer. Aber egal, wir spitzen die an und dann geht's auch schon weiter. Wir haben also hier auch die Wattetaschen, ja. Da unten muss die Watte rein. Hier links und rechts. Die Coil, ja, die liegt wirklich gut, würde ich sagen. Und dann geben wir doch gleich mal die Watte rein. So. Naja. Fast ein bisschen zu leicht. Schauen wir mal. Aber ich schneide die Watte unten ab, an der Base ganz unten mal, weil wir müssen doch ziemlich weit runter. Und lieber etwas zu viel Watte als zu wenig. So. Dann sollen wir noch ein bisschen ausdünnen. Schönen Bogen und rein damit irgendwie. Hier machen wir das Gleiche. Und rein damit. Ja, da bin ich jetzt gleich wirklich gespannt, ob ich das wieder auf Anhieb geschafft habe. Ich mache jetzt erstmal ein Liquid drauf. Ein bisschen Feuer dabei, dass das einzieht sauber. So. Und vielleicht noch mal ein bisschen nachmodellieren. Also ich denke, das sieht schon gut aus. Ging jetzt auch sehr schnell. So, dann schraube ich schon wieder zusammen. Ach, da, stopp, 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 stopp. Ich habe noch gar nichts zur Airflow erzählt. Ja, die Airflow, die kommt ja, wie gesagt, von oben. Das sieht man dann schon. Hier sind diese Airflow-Löcher. Und hier haben wir diese Aussparungen, ja. Und da wird das einfach drüber gesteckt. Und ja, ein bisschen Schrauben, das findet sich dann schon seinen Weg, denke ich mal. Oder auch nicht. Dann stecke ich es einfach rein. Stecke ich es einfach rein und mach dann und drehe dann. Ja, so geht's einfacher. Also reinstecken und dann drehen ist leichter. So, das war's eigentlich schon. Ich befülle den gleich mal. Und gesagt, wir haben jetzt hier 3,5 Milliliter. Er ist auch schon voll. Machen wir noch den Deckel drauf. Und dann ändere ich schon wieder die Ansicht. Bis gleich. Ja, das ging jetzt relativ pannenfrei, das Ganze. So sieht jetzt die Kombi aus. Ja, nochmal ein paar Worte zum Verdampfer. Ich lese einfach nochmal vor. Wir haben also einen Durchmesser von 25 Millimeter, Höhe von 47,8 Millimeter. Anschluss ist ein 510er Pin. Ja, kann man Single- und Dual-Coil wickeln.
Befüllung ist ein Twist-Top-Fill-System. Und stufenlos regulierbare Top-Airflow. Genau, also es ist eine Top-Airflow. Luft kommt von oben, geht nach unten über diesen, über dieses Teil, wo ich gerade gezeigt habe, mit den Löchern, ja, und dann strahlt die auf die Coil. Ich bin noch bei 20 Watt, aber das wird nicht reichen, aber ich probiere es trotzdem erstmal. Jetzt sind wir auch schon bei 0,42 Ohm. Ja, gerade waren wir noch bei 0, ich weiß es nicht mehr. Ja, Satz mit X, das war mal gar nichts. Gehe jetzt einmal auf 40 Watt hoch. Hab mal die Airflow komplett offen. Ich dampfe dieses Liquid aktuell auch noch in dem Target 200. Ich muss sagen, hier ist es irgendwie intensiver. Aber der spritzt. Ich gehe mal hoch auf 50 Watt. Ich glaube, ich bin einfach noch zu schwach. Und ich schließe die Airflow ein bisschen. Mir ist ja das, ich mache sie eh immer strikter, das Ganze. Ja. Da kommt volles Liquid. 60 Watt. Also ich habe jetzt mehr Liquid gesoffen als gedampft. Moment. Ha. Mit dem richtigen Lappen wird schon klappen. Ich habe gar keinen Lappen da. Also das ist gerade nichts. So passt er mir jetzt nicht, aber das kann jetzt sein. Die Watte war relativ leicht drinnen. Ich befürchte fast, ich habe zu wenig Watte genommen. Gehen wir nur auf 70, aber kann man sich nicht vorstellen. Also wenn der Dampf kommt, der ist geschmacklich sehr gut. Das Liquid im Mund ist nicht so gut, aber ich glaube, das war wieder mein eigener Fehler. Ja, das kann ich nicht so lassen. Ich mache jetzt einen Cut. Zieh mal mehr Watte rein und melde mich gleich wieder. So, ich bin hier noch am Kämpfen. Ich habe jetzt mal eine andere Watte genommen. Habe die jetzt schon hier rein. Jetzt ist die wesentlich fester in der Coil, aber auch nicht zu fest. Aber doch, das ist mir ja schon beim Wickeln aufgefallen, dass die sehr, sehr leichtgängig war. Ich muss jetzt noch. Also das ist natürlich wieder so Video Pleiten, Pech und Pannen. Es tut mir leid. Da sieht man halt wieder, dass ich kein Profi bin. Kann auch sein, dass es gar nicht an der Watte liegt. Dann hoffe ich doch. Oder ich würde mich freuen. Ich gehe jetzt mal wieder runter mit den Watt. Gehe mal wieder auf 40 Watt. Würde ich mich freuen, wenn ich irgendwelche Tipps, Ratschläge bekommen würde von euch. Was ich besser machen kann. Wie gesagt, bin ich immer dankbar. Hui, jetzt hat er, glaube ich, auch besser gedampft. Ich bin immer dankbar über Tipps und Ratschläge. So, jetzt muss ich die ganze Suppe hier noch abwischen. Und dann versuchen wir es nochmal. Das ist natürlich wieder so ein tolles Video. Da schlägt der Lappen wieder voll zu. Aber gut. Ist so. So, auf ein neues. Gehe wieder auf 40 Watt. Der 70 Watt war gerade schon heftig, ne? Und ich hoffe, dass ich jetzt kein Liquid im Mund habe, sondern jetzt angenehmer Dampf kommt. Jetzt dampft's. Aber ich habe kein Liquid mehr drin. Ich glaube, ich schneide das raus. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht schneide ich es einfach raus. Das ist ja peinlich, ist ja das. Gut. Auf ein neues.
Jetzt dampft er. Sehr gut. Geh mal auf 50 Watt. Airflow mache ich komplett auf wieder. Aber jetzt schmeckt er mal nicht mehr so gut. Der war gerade wesentlich vom Geschmack intensiver. Also jetzt dampft er ordentlich, das ist ja das Wichtigste. Es kann natürlich jetzt auch sein, dadurch, dass ich dieses Liquid ja fast schon gesoffen habe, ne? Dass ich jetzt den Geschmack momentan natürlich nicht so intensiv beim Dampfen habe, wie wenn man das Zeugs im Mund hat. Ja, also jetzt, es war tatsächlich die Werte. Jetzt dampft er. Jetzt kann man den dampfen und Spaß haben damit, sag ich mal. Ist ja auch wieder so ein Cloud Chaser. Habe ich jetzt dann gleich den Keller dicht. Passt. Passt. Vielleicht nochmal mit einem anderen Liquid probieren. Oder einfach mal irgendwann mal erst meinen Mund neutralisieren, ja. Das war jetzt sehr viel Liquid im Mund. Also man sieht, so Kleinigkeiten können den Spaß ganz schnell verderben. Wenn euch noch was aufgefallen ist, was ich besser machen kann, gebt mir die Tipps bitte, schreibt es in die Kommentare, ich würde mich freuen. Ansonsten dampfe ich den jetzt übers Wochenende und dann am Montag oder Dienstag möchte ich den dann Dual-Coil wickeln. Da werde ich mich aber anders ausstatten, dann nehme ich gleich einen richtigen Schraubendreher und mehr Licht und wahrscheinlich auch die Lupe, denn da habe ich riesen Respekt davor. Aber irgendwann muss ich es ja mal machen und das bietet sich ja jetzt natürlich an. So, ich entlasse euch jetzt ins Wochenende. Macht es gut, bleibt mir gesund. Ja, wollt ihr mich loben, drückt gerne den Daumen nach oben. Und wollt ihr mich nicht aus den Augen verlieren, dürft ihr auch gerne den Kanal abonnieren. In diesem Sinne, wir sehen uns, macht es gut, bis bald, Servus und Ciao.